So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von Guild Wars 2 100% Gebiete. Ja, wir werden uns heute um das nächste Gebiet kümmern, und zwar ist es die Brisbane-Wildnis. Die befindet sich, wenn ihr im nördlichen Bereich von Provinz Metrika beim Reaktor weiter hoch durchgeht, hier über die Provinz Metrika. Es ist ein 15 bis 25er Gebiet und hat Folgendes zum Abschluss. Und zwar 16 Aufgaben, 8 Heldenherausforderungen, 13 Wegmarken, 7 Panoramen und 20 Sehenswürdigkeiten. Ich werde euch wieder bei den Aufgaben, Heldenherausforderungen, Wegmarken und Sehenswürdigkeiten nur zeigen, wo die zu finden sind. Bei den Panoramen werde ich euch wieder wie immer zeigen, wie ihr von der Wegmarke das Panorama euch holen könnt. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. So, fangen wir mit den Wegmarken an. Die Wegmarke Vendon ist die erste und befindet sich ganz oben rechts in diesem Gebiet. Die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Wachsame Quelle. Die ist im Grunde, wenn ihr von der Wegmarke Vendon ganz weit Richtung Süden geht, also im unteren Ende der des Gebietes. Aber rechte Seite halt. So, die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Hügelstädt oder Hügelstadt. Die kann man durch verschiedenste Eingänge betreten. Wir haben jetzt diesen Eingang hier unten genommen und sind hier hochgegangen. Und dementsprechend ist das die nächste Wegmarke. So, die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Ostend. Ostend ist nördlich von der Wegmarke Hügelstädt. Ebenfalls noch in dieser Höhlenkonstruktion hier. Also in diesem Höhlenbau der Skrit. So, die nächste und fünfte Wegmarke ist die Wegmarke Tunnel. Die Wegmarke Tunnel ist ebenfalls noch in diesem, ja, Höhlenkomplex, wo die anderen beiden waren. Nur halt ein bisschen weiter westlich von der Wegmarke Hügelstadt. So, die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Mrod-Buru. Die befindet sich im Grunde bei dem Übergang in das Provinz Metrika, beziehungsweise wenn man südlich von der Wegmarke Tunnel aus dem Berg rauskommt, kommt man auf diese Wegmarke zu. So, die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Seraphenbeobachter. Die befindet sich ganz weit oben im Norden, beziehungsweise wenn man es so nimmt, von der Wegmarke Tunnel nordwestlich am oberen Ende des Gebiets, beziehungsweise westlich von der Wegmarke Vendon, nämlich weit westlich sogar. So, die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Brillitin. Gott. Und zwar ist die südlich von der Wegmarke Seraphenbeobachter. Die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Ultra Metamagikale. Und zwar ist sie südlich von der Wegmarke Brillitin. Hier in diesem kleinen, ja, dieser kleinen Schlucht. Die zehnte Wegmarke ist mal wieder eine kaputte Wegmarke, wie wir es schon aus einem anderen Video kennen. War die Wegmarke Düsterhöhe. Die befindet sich weiter südlich von der Wegmarke Ulta Meta Magikale. Ne, einmal hier unten in diesem kleinen Belagerungsposten. So, die nächste Wegmarke ist die Wegmarke Trischmiede oder Trimschmiede. Die befindet sich westlich von der Wegmarke Ulta Metamagikale. Und zwar ganz hier drüben. So, die vorletzte Wegmarke ist die Wegmarke Proximic Labor.
Dieses befindet sich einmal nördlich von der Wegmarke Trischmiede oder Trischmiede, einmal hier drüben. So, und die letzte und 13. Wegmarke ist die Wegmarke Spukwälder, die sich ein bisschen nordöstlicher von der Wegmarke Proxy Mc Labor befindet, beziehungsweise nördlich von der Trischmiede, beziehungsweise ein bisschen weiter westlich von der Wegmarke Seraphenbeobachter. So, machen wir weiter mit den Aufgaben. Und die erste Aufgabe kriegen wir von Hua Rache, also diesem Skritt hier, befindet sich direkt bei der Wegmarke Spukfelder. Die nächste Aufgabe kriegen wir bei den Seraphenspionen Ivy, die ein bisschen, ja, östlicher von der ersten Aufgabe ist, beziehungsweise von der Wegmarke Spukfelder hier einmal. Die nächste Aufgabe kriegen wir von Junker Mater und der befindet sich bei der Wegmarke Trischmiede direkt. Die nächste Aufgabe kriegen wir bei Gelehrte Issa Farone. Die befindet sich ein bisschen nordwestlicher von der Wegmarke Düsterhöhle. Düsterhöhe. Einmal hier zwischen diesen beiden Felsen. Die fünfte Aufgabe kriegen wir bei Glax. Der befindet sich direkt bei der Wegmarke Ultra Meta Magikale. Ein bisschen östlicher davon zumindest. Die nächste Aufgabe bekommen wir bei Friedensstifterin Clodi, die sich westlich von der Wegmarke Brillitin befindet, beziehungsweise auch nördlich der Wegmarke Ultra Meta Magikale. Die nächste Aufgabe kriegen wir von Aiden Finlay, der befindet sich beim versteckten See ein bisschen südöstlicher der Seraphen Beobachterwegmarke. Einmal hier vorne. Die nächste Aufgabe kriegen wir bei Seraphen Wachposten Morina. Die befindet sich im Grunde ein bisschen östlicher von der letzten Aufgabe, beziehungsweise westlich von der Wegmarke Windern. Ne, oberhalb des Berges sozusagen. So, die nächste Aufgabe kriegen wir von Skrit Wachposten Bordeka. Befindet sich nördlich von der Wegmarke Ostend. Wenn ihr, ne, nach Norden diesen Weg folgt und hier oben bei der Kreuzung einfach nach Osten, also nach rechts, dann bekommt ihr die Aufgabe. So, die 10. Aufgabe ist bei Zukur, die befindet sich im Grunde ein bisschen südöstlicher von der Wegmarke Tunnel, im Berg aber noch, beziehungsweise südwestlicher von der Wegmarke Heimstedt. So, die nächste Aufgabe kriegen wir beim Sammler Snicket. Und zwar, wenn ihr von der Wegmarke Hügelstadt ein bisschen südöstlich geht, also hier diesen Weg, dann kommt ihr direkt zur Aufgabe. Die nächste Aufgabe kriegen wir bei der Organisatorin Nessie. Und zwar ist die nördlich von der Wegmarke Mrotboru direkt hier bei der Brücke zu finden. So, die nächste Aufgabe kriegt ihr beim Organisator Eririks. Der befindet sich im Grunde ein bisschen nordöstlicher von der Wegmarke Mrotboru. Also es bildet sich mit der anderen Aufgabe hier so ein Dreieck sozusagen. Die nächste Aufgabe kriegt ihr bei Dianza. Die befindet sich bei der Wegmarke Wachsame Quelle, nämlich ein bisschen südöstlich davon. So, die 15. und vorletzte Aufgabe befindet sich bei der Gärtnerin Lektara. Die befindet sich nördlich von der Wegmarke Wachsame Quelle, einmal hier oben. So, die letzte Aufgabe kriegen wir beim Seraphensoldaten Goran, der sich südlich der Wegmarke Vendon, hier einmal beim der Sehenswürdigkeit auch befindet. So, machen wir weiter mit den Heldenherausforderungen. Die erste Heldenherausforderung findet ihr bei Erfinderin Sminkta
Ich hoffe, der Name ist richtig ausgesprochen. Zumindest, ihr müsst, den findet ihr in diesem Berg. Und zwar ein bisschen nordöstlich von der Wegmarke Tunnel. Ihr müsst da ein bisschen gucken, wie ihr da am besten hinkommt. So, die nächste Heldenherausforderung ist das glänziges Ding. Befindet sich ein bisschen oberhalb der Wegmarke von Wegmarke Ostend. Da müsst ihr ein bisschen parkourmäßig hier springen und ja, so ein kleines Jump'n'Run machen, um hier ranzukommen. So, die nächste Heldenherausforderung ist das Fass Skridburg Spezial. Dieses befindet sich einmal nördlich von der Wegmarke Tunnel in diesem Gebiet. Allerdings, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, müsst ihr darauf achten, dass ihr die Tunneltore offen sind. Wenn sie nicht offen sind, müsst ihr da an Events teilnehmen, um diese dann zu öffnen, weil es dieses Gebiet hier so ist ein bisschen, ich sag mal, eingegrenzt durch diese drei Tore. Die nächste Heldenherausforderung ist der ruhelose Baumgeist. Dieser befindet sich beim versteckten See, also bei der Wegmarke Seraphenbeobachter ein bisschen südlicher. Dort findet ihr die Heldenherausforderung. So, die fünfte Heldenherausforderung findet ihr bei der Seraphensoldatin Michaela. Die ist mitten in der Koga-Ruine, also östlich von der Wegmarke Düsterhöhe und südöstlich von der Wegmarke Ultra Meta Magikale. So, die nächste Heldenherausforderung ist der Steinkreis von Denravi. Befindet sich im Grunde ein bisschen südwestlicher der Wegmarke Düsterhöhe. Einmal hier ganz unten am Rand. So, die vorletzte Heldenherausforderung kriegen wir bei Fürstin Krimassi, die sich im Grunde südlich der Wegmarke Trischmiede, auf der anderen Seite von diesem Felsen befindet. Und zu guter Letzt haben wir die Heldenherausforderung Taumkern-Energiequelle, welches wir. Moment, muss kurz mal nervige Inquisitor-Leute hier wegkriegen. So. Welches wir im Grunde südöstlich von der Wegmarke Trischmiede kriegen, und zwar in diesem Labor. So, als nächstes wollen wir uns um die Panoramen kümmern. Wir starten bei der Wegmarke Düsterhöhe, die ja hier ist. Und wir wollen uns um dieses Panorama kümmern. Das heißt, wir gehen hier einmal natürlich raus, nach links, ignorieren einfach mal die ganzen Gegner. Wie gesagt, ignorieren einfach mal die ganzen Gegner. Und gehen so ein bisschen zwischen diesen Steuerpulten lang. Hier, wo dieser Heilig ist. Ne, hier einmal lang. Und sehen hier hinten schon das Panorama, was wir haben wollen. So, wir gehen hier einmal lang, bis wir hier so das sehenswürdige Heldenherausforderungen sehen. Und hier zwischen diesen Wurzeln können wir weiter hochgehen und finden hier diese Pilze. Wir springen über die Pilze rüber auf den Ast, und entlang des Astes können wir jetzt zum Panorama. So, das nächste Panorama, da starten wir bei der Wegmarke Seraphenbeobachter. Das ist nördlich hier, und wir wollen dieses Panorama haben. Das heißt, wir gehen einmal hier durch das Lager. Und hier hinter diese Wurzel wollen wir. Gehen hier ein Stück hoch.
und gehen dann hier links am Rand lang auf diesen Vorsprung, sage ich jetzt mal hier. Und hier hinten, wenn wir diesen Vorsprung lang gehen. Nee, stopp. Hier oben. Sorry. Hier. Ein bisschen springen. So. Hier sind ein paar Steinchen, wo wir, oder so ein Felsen, wo wir raufspringen können. Und über diese Felsen kommen wir zum Panorama. So, für das nächste Panorama starten wir bei der Wegmarke Brilitin, also hier, und wir wollen dieses Panorama haben. Das heißt, wir gehen Richtung Süden, ignorieren wieder sämtliche Gegner natürlich, so gut wir können. Greift der gerade? Der greift, die beiden Morgen greifen sich gegenseitig an. Gut, okay. Zur Not habe ich ja noch meine weiße Eule, die ein bisschen Gegner abhält. So. Wir wollen hier einmal durch. Einmal hier oben lang. An der Spinne vorbei. Wir wollen nämlich direkt hier zu diesem Wasserfall. Da sehen wir schon die Sehenswürdigkeit, das Panorama. Wir lassen uns im Grunde von hier oben ein bisschen auf den Felsen fallen. Hier rüber, den auf den Felsen fallen lassen, so, und ab ins Wasser. Die Strömung ist nicht stark oder so, ne, man kann da drin sogar stehen. Also nicht denken so, oh, scheiße, Wasserfall, ich fall runter. Und dann sind wir beim Panorama. So, für das nächste Panorama starten wir bei der Wegmarke Ultra Metal Magikale. Also hier. Und wir wollen dieses hier bei den Koga-Ruinen. Ist eigentlich ganz einfach. Wir gehen in Richtung Aufgabe aus dieser Schlucht raus. Also Richtung Osten. Und sobald wir hier an den Friedensstiftern vorbei sind, gehen wir leicht südlich zu den Ruinen halt. Wir ignorieren wieder die Gegner, wie immer, ne? So gut wir können. Bleiben aber an diesem linken Felsen hier, weil wir wollen zu dem Speer hier drüben. Und von dem Speer gehen wir nämlich zu diesem Lagerfeuer. Und hier links vom Lagerfeuer, sieht man auf den ersten Blick nicht, ist diese Treppe, sage ich jetzt mal, aus Ruinen. Da springen wir hoch. Und hier von der höchsten Stelle aus müssen wir hier raufspringen, weil sonst ist das ein bisschen sehr knapp. Dann auf die Kante, hier diese Treppe hoch, sage ich jetzt mal, hier rauf auf die Plattform. Gehen dann über die Plattform hier rauf und sind beim Panorama. So, für die nächste Wegmarke, beziehungsweise für die fünfte Wegmarke, für fünfte Panorama, Entschuldigung. Starten wir bei der Wegmarke Mrot Buru und gehen einmal Richtung Osten. So, zwischen diesen Türmchen hier durch. Direkt den Weg entlang. Achso, wir wollen, ne, hier starten wir. Hier, das Panorama wollen wir haben. So. Muss ich ja auch noch zu sagen. So. Und hier rechts, der erste Eingang, den gehen wir rein.
die Friedensstifter auch sind und so. Und hier gehen wir dann einmal links hinter diesem Zelt. Und da sehen wir nämlich schon das Panorama. Und hier können wir eigentlich einfach nur den Weg hoch und sind beim Panorama. So, das vorletzte Panorama, da starten wir bei der Wegmarke Tunnel, also hier, und wir wollen hier dieses Panorama in diesem Berg haben. Dementsprechend gehen wir Richtung Süden, den Tunnel von der Wegmarke aus, an den ganzen Leuchtkäfern vorbei, beziehungsweise auch an diesen Türmchen. Richtung Aufgabe sozusagen. Gehen an der Aufgabe vorbei. Oh, der Aufgaben-NPC ist tot. Okay. Gehen einfach weiter. Wir ignorieren einfach mal die Gegner. Bis zu dieser Brücke gehen wir. Hier gehen wir auf die Brücke und nehmen diese Treppe hier nach oben. Gehen dann hier die Treppe nach oben. Gehen dann hier die Treppe nach oben. Immer weiter hoch. Immer weiter hoch. Und noch weiter nach oben. Da drüben sehen wir schon die Sehenswürdigkeit, das Panorama. Und sobald wir hier sind, wo der Golem ja auch steht und so, gehen wir hier rechts lang. Hüpfen hier ein bisschen, gehen die Treppe darunter und sind beim Panorama. So, und beim letzten Panorama starten wir bei der Wegmarke Wachsame Quelle, also hier, und wir wollen dieses Panorama haben hier oben. Ist eigentlich im Grunde ganz einfach, wir gehen Richtung Norden. So, einfach straight Richtung Norden. Da hinten sehen wir schon das Panorama, was wir haben wollen. Und rechts von diesem Panorama haben wir diese Felsformation. Hier gehen wir ganz rechts und können hier auf den Felsen springen. Und springen uns eigentlich im Grunde von Vorsprung zu Vorsprung hier einfach hoch. Und sind beim Panorama. So, und zu guter Letzt machen wir uns jetzt dran an die Sehenswürdigkeiten. Und wir fangen auch direkt hier oben an mit Willems Banditen, die sich westlich von der Wegmarke Wendem befinden. So, die nächste Sehenswürdigkeit ist südlich der Wegmarke Wendem, und zwar Seraphenbeschützer. So, die nächste Sehenswürdigkeit ist Beldrames Anhöhe. Oder Beldames Anhöhe, die sich ein bisschen weiter südlich von der Wegmarke Wischten hier in dieser Schlucht befindet, beziehungsweise nordwestlich der Wegmarke Wachsame Quelle. So, die nächste Sehenswürdigkeit ist verehrter Pistazienbaum, nördlich der Wegmarke Wachsame Quelle. So, die fünfte Sehenswürdigkeit ist der Freudentod. Befindet sich im Grunde südlich der Wegmarke Wachsame Quelle. Die nächste Sehenswürdigkeit ist Etherwold Labor. Befindet sich östlich von der Wegmarke Mrod Boru. So, die nächste Sehenswürdigkeit ist das die invariante Basis, die sich nördlich von der Wegmarke Mrod Boru befindet. So, die nächste Sehenswürdigkeit befindet sich hier im
Ogul Gebiet, so jetzt habe ich's. Ogul Gebiet. Entweder ihr geht im Grunde vom Wasserfall, wo das Panorama ist, einfach ins Wasser, oder ihr geht diesen Tunnel, dann kommt ihr dorthin. So, die nächste Sehenswürdigkeit ist Skritatane. Also ihr seht den Namen im Grunde, ne? Ihr geht im Grunde hier von der Wegmarke Brilitin einmal unter Tage hier und das befindet sich östlich da. So, die 10. Sehenswürdigkeit befindet sich hier und zwar Angelans Banditen. Angelan ist sogar da gerade. Ist im Grunde östlich von der Wegmarke Brilitin hier an diesem Dings. So, die nächste Sehenswürdigkeit ist hier oben und zwar Scottas Banditen. Befindet sich im Grunde ein bisschen östlich von der Wegmarke Seraphenbeobachter. Und hier, die sind sogar gerade beide da, die Banditenanführer. Bild. So, die nächste Sehenswürdigkeit befindet sich hier bei Brenz oder Brians Banditen. Ist nordwestlich von der Wegmarke Brilitin zu finden. So, die nächste Sehenswürdigkeit befindet sich hier und zwar ist das Enraf Forschungsposten, der ist südlich von der Wegmarke Brilitin. So, die nächste Sehenswürdigkeit haben wir hier in dieser Zwischenbucht und zwar ist das der Taschendiebzirkel westlich von der Wegmarke Brilitin. So, die 15. Sehenswürdigkeit befindet sich hier in diesem Lager bei der Wegmarke Spukfelder rechts davon und also östlich und zwar Sinans Banditen. Ihr müsst euch hier beim Aufgabentypen eine Verkleidung holen, um dass ihr hier rein könnt, weil wenn ihr versucht rüber zu springen oder rüber zu gleiten oder so, dann werdet ihr zurückgeportet, also außerhalb dieser Mauern geportet. Also ihr müsst euch wirklich von dem Aufgabendude, der vorm Tor steht, eine Verkleidung geben lassen. So, die nächste Sehenswürdigkeit befindet sich hier oben und zwar ist das die Plünderfeste nördlich von der Wegmarke Spukfelder, hier einmal in die Schlucht rein. Die nächste Sehenswürdigkeit befindet sich hier und zwar ist das Robares Banditen, die sind südlich von der Wegmarke Spukfelder in diesem kleinen Lager. So, die nächste Sehenswürdigkeit befindet sich einmal hier und zwar ist das Fort Vandale. Die befindet sich nördlich von der Wegmarke Trischmiede. So, die vorletzte Sehenswürdigkeit befindet sich hier und zwar ist das das Befragungszentrum Taumakern, welches wir südöstlich von der Wegmarke Trischmiede finden, hier einmal rum, da wo auch der Heldenpunkt, die Heldenherausforderung ist. So, und die 20. und letzte Sehenswürdigkeit befindet sich ganz unten links, ist der Wildwurzel-Außenposten. In diesem kleinen Gebiet findet ihr den, also südlich von der Wegmarke Trischmiede. Es kann passieren, dass ihr hier nicht reinkommt, weil gerade ein Event hier diesen Weg hier blockiert, also diese Durchgänge. Dann müsst ihr dieses Event mitmachen, bis das vorbei ist und dann kommt ihr hierher. So, und damit haben wir auch dieses Gebiet zu 100% die Brisbane Wildnis zu 100% ohne Reittiere abgeschlossen. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch in meinem nächsten Guild Wars 2 Video wieder vorbei, wenn wir uns um das nächste Gebiet kümmern werden. Mal schauen, welches es sein wird. Ja, solltet ihr irgendwelche Wünsche haben, schreibt die gerne in die Kommentare. Dann schaue ich mal, ob ich dazu dann jeweils ein Video machen kann zu euren Wünschen, tutorialmäßig, also guide-mäßig, wie man irgendwas hinkriegt. Ne? Also, dementsprechend, tschüss, ciao, euer Livers.